In der Welt von One Piece hat Bartholomäus Bär einer der aktuell spannendsten Plotstrukturen überhaupt. Gerade die Entwicklung um Vegapunk und dem Vorhaben von Kuma heben viele Fragezeichen hervor. Was unternimmt Kuma jetzt? Wieso ist er an der Redline? Wieso kann Vegapunk Kuma nicht mehr normal werden lassen? Darum geht es im heutigen Video. Und falls ihr nichts mehr bezüglich One Piece verpassen wollt, lasst gerne ein Abo auf dem Kanal da. Ich wünsche euch nur viel Spaß mit dem Video. Los geht's! Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video wollen wir doch mal gemeinsam das Thema Bartholomäus Bär oder Kuma ansprechen, denn Kuma hat hier im aktuellen Geschehnis einen sehr, sehr interessanten Plot. Dieser Plot, der wird vermutlich eine sehr, sehr spannende Zukunft zeigen, denn wir gehen in Richtung Marijoa, zumindest ist Kuma dort jetzt in der Nähe und wir alle sind natürlich davon ausgegangen oder viele sind davon ausgegangen, dass Kuma jetzt hier nach Egghead kommt, um Bonnie zu beschützen und sonstiges, aber oder hat natürlich diesen Spieß mal wieder umgedreht und uns komplett umgehauen. Nämlich ist Kuma jetzt am Redport. Ja, und dieser Redport, wissen wir alle, ist natürlich der offizielle Eingang oder der offizielle Weg über die Redline drüber. Und hier wird das Ganze natürlich super spannend. Ja, Kuma hat sich dann natürlich vor kurzem dorthin teleportiert mit Hilfe seiner Tatzenfrucht. Er selber scheint noch nicht geistig da zu sein. Das ist zumindest das, was wir aktuell faktisch entnehmen können. Ob natürlich jetzt im Unterbewusstsein noch ein Kuma, ein wahrer Kuma herrscht oder sonstiges existiert. Das bleibt natürlich abzuwarten, aber dieses große Geheimnis muss natürlich von Vegapunk nochmal angesprochen werden. Jedenfalls, Kuma hat sich dort teleportiert und er ist gegen die Redline gedonnert und das ist natürlich der erste Impuls gewesen. Okay, wieso ist er da? Will er nach Marijoa? Und da gibt es eine sehr, sehr spannende Möglichkeit, die eine komplett andere Richtung aufzeigt, nämlich vielleicht war die Redline ja nur im Weg. Ja, Kuma wollte irgendwo hin und ist dann gegen die Redline gedonnert, weil die Redline ja, so sagen einige Theorien und so sind da so die Vermutungen in der Community. Die Redline ist nicht natürlich. Die Redline wurde erschaffen, künstlich erschaffen und das ist natürlich ein sehr, sehr großer Baustein, den man hier, denke ich mal, in Bewegung setzen kann, wo man dann natürlich gucken könnte, hey, inwieweit könnte das stimmen oder nicht? Ja, denn die Redline scheint ja oder wirkt auch etwas künstlicher, vermutlich dadurch, dass die auf Marijoa dort oben sicher sind und so weiter. Und Kuma, der wollte irgendwo hin in der neuen Welt und ist dann gegen diese Redline gedonnert. Sprich, die Redline war dementsprechend irgendwie im Weg und Kuma hat somit dann sein Ziel verfehlt. Wenn wir uns das Ganze mal geografisch mit der One Piece Map uns anschauen, dann sehen wir hier ganz klar, Kuma wollte in die neue Welt. Wir wissen ja, dass jetzt Momohiro Island die neue Hauptzentrale der Revolutionsarmee ist und diese Insel, also die Insel von Ivankov Momohiro, die befindet sich im ersten Teil der Grand Line. Das bedeutet nicht in der neuen Welt und Kuma hat sich dann teleportiert, gegen die Red Line gedonnert. Das heißt, er wollte vermutlich doch in die neue Welt und somit ist natürlich die Theorie immer noch beständig, dass Kuma zu Bonnie wollte. Naja, wenn die Redline jetzt im Weg ist, dann gibt es eigentlich auch nur einen möglichen Weg darüber. Kuma kann nicht unter Wasser als Teufelsfruchtnutzer, auch wenn er jetzt ein Cyborg ist. Er muss dann oben drüber. Ja? Er muss in der Tat oben drüber, über die Redline, wenn er wirklich in die neue Welt möchte. Und das hebt dann eine komplett andere Parallele aus einer fernen Zeit hervor, was super, super spannend ist. Denn hier kommen wir dann zu dieser Parallele von diesem antiken Roboter. Denn zuallererst schauen wir uns mal den Redport an, wo sich Kuma gerade befindet und wo er gegengedonnert ist. Ja, und dort haben wir natürlich in der Redline eine Delle. Ja, und diese Delle geht in die Redline rein. Das bedeutet, irgendwas, irgendwer oder irgendeine Fähigkeit, einfach ein großes X, ist früher oder damals auch mal gegen diese Redline gedonnert und hat dann quasi diese Delle in diesem Redport verursacht. Und das ist natürlich die Frage, was oder wer hat halt so eine gewaltige Fähigkeit oder Kraft da, diese Delle reinzuhauen. Und ich persönlich könnte mir in der Tat vorstellen, dass dies ja dann wirklich eventuell auch durch diesen antiken Roboter, den Vegapunk ja in den letzten Jahren immer wieder versucht hat zu entschlüsseln, was die geheime Energiequelle etc. angeht, dass diese antike Roboter bei dem Versuch Marijoa anzugreifen auch gegen diese Redline gedonnert ist. Und man könnte ja die Parallele schließen und sagen, hey, dieser antike Roboter hatte damals diese Teufelsfrucht, die Kuma heute besitzt. Wir wissen, Eiichiro Oda nimmt immer sehr gerne sehr gute Parallelen und ich persönlich fände, das wäre die perfekte andere Seite der Münze, wo man sagen kann, hey, in dieser fernen Vergangenheit existierte dieser Roboter aus dem verlorenen Königreich, der ebenso diese Tatzenfrucht von Kuma hatte, der dann quasi auch über die Redline wollte, konnte nicht durch die Redline durch, das heißt, er muss oben drüber klettern und ist dann zwangsläufig natürlich in Marijoa gelandet, was dann natürlich auch diese Geschichte erklärt, dass dieser antike Roboter angeblich, wir wissen es ja nicht ganz genau, Marijoa angegriffen hätte. Da hätte man dann natürlich diesen
diesen Konflikt haben können. Und genau dasselbe sehe ich persönlich, könnte jetzt hier mit Kuma stattfinden. So hätten wir einfach einen perfekten Callback zu diesem Cyborg, der vor 200 Jahren Mary Joa angegriffen haben soll. Und eventuell, und da könnte man natürlich Vegapunk vielleicht noch ein bisschen Aufklärung bitten, hat man hier eventuell dieselbe Programmierart oder dieselbe Art in Kuma eingebaut, die ebenso aus diesem Roboter stammt. Das bedeutet, Vegapunk hat in den letzten Jahrzehnten diesen Roboter studiert, ja, diesen Cyborg oder was auch immer genau das sein soll. Er hat es studiert, herausgefunden, vieles herausgefunden, halt nur mit dieser Energiequelle nicht, und hat dann quasi sein Wissen quasi in diesen Kuma-Cyborg beziehungsweise in Kuma implementiert, als Pazifista, als Cyborg etc. Und vielleicht hat Kuma diesen selben Trigger, vielleicht hat er wirklich diesen selben Trigger wie dieser Cyborg in sich selbst drin programmiert, sodass er quasi genau das wiederholt, was dieser Cyborg damals vor 200 Jahren versucht hatte. Selbstverständlich ist das noch eine sehr, sehr vage Vermutung, ja, dass man hier natürlich die Parallelen zieht, ist etwas, was man, denke ich, aufgrund der vergangenen Ereignisse, die Parallelen, die immer wieder auftauchen und so weiter, denke ich, kann man das hier, finde ich persönlich, ganz gut mit unterbringen. Ob natürlich dieser Cyborg jetzt die Tatzenfrucht hat oder nicht, bleibt natürlich abzuwarten. Ich persönlich finde auf jeden Fall diese Delle und die Möglichkeit der sehr, sehr gut passenden Parallele, wie ich persönlich hier finde, die finde ich einfach zu gut und wäre, finde ich persönlich, ganz nice. Nun, ich denke, wir alle wissen, wie stark Kuma ist, wie heftig seine Fähigkeiten sind und wie natürlich seine Form der Zerstörungskraft mit seiner riesigen Bombe zum Beispiel, die er ja schon oft gezeigt hat, wie da natürlich eine gewisse Zerstörungskraft auf Mary Joa hier zusteuert. Ich glaube, das könnte super interessant werden, wenn Kuma hier seine Ultra-Attacke loslässt. Also, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Szenerie hier gerade mit Bartholomeus Bär, und ich bin mal gespannt, was hier Vegapunk über Kuma noch so verraten wird. Denn Leute, eines der größeren Geheimnisse ist natürlich, warum kann Bartholomeus Bär nicht zurück zum normalen Kuma gemacht werden? Ja, das sagte Vegapunk. Das hat allerdings auch einen sehr wichtigen Grund, wieso, weshalb, warum das so ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Bartholomeus Bär ein Charakter ist, der das als Opfer hat mit sich machen lassen. Ja, dass Kuma derjenige ist, der quasi dieses Opfer gebracht hat. Und Leute, wir haben ja von Kuma schon einige Plot-Twists oder einige Reveals, ja, dass er zum Beispiel die Sunny beschützt hat, dass er die Strohhüte gerettet hat und so weiter. Und ich glaube, Kuma ist halt der perfekte Charakter, wo man dann hingehen kann und sagen kann, hey, da ist wirklich noch viel, viel mehr zu entdecken. Noch viel, viel größere Plot-Twists, noch viel heftigere Sachen. Ich bin super gespannt, was Oda mit diesem Charakter geplant hat. Denn Leute, Kuma ist seit Anfang an bis jetzt durchgeplant und ich bin super gespannt, was uns da noch erwarten wird. Glaubt ihr, Kuma macht sich jetzt auf nach Mary Joa? Glaubt ihr, er geht dort jetzt hoch, weil er ja eigentlich vielleicht sogar doch nur in die neue Welt wollte und dann zwangsläufig darüber gehen muss, weil er nicht mehr an für sich logisch denken kann, weil er ja der Cyborg oder der Roboter ist, der natürlich jetzt einfach den geringsten Weg des Widerstandes nimmt und der ist quasi eigentlich hier einfach über die Redline drüber, wo er dann zwangsläufig in Mary Joa landet, wo dann vermutlich auch Kämpfe stattfinden werden. Und dann wird es, glaube ich, super spannend. Ich persönlich bin allerdings hier sehr guter Dinge, dass hier Vegapunk in den nächsten Kapiteln noch ein paar Sachen droppt. Wieso, weshalb, warum das Ganze? Und dann können wir, denke ich, auch mal einen Blick in die Zukunft mehr diesbezüglich herausfinden und dann vermutlich auch schlussfolgern. So Leute, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Thema Kuma in die Kommentare. Was glaubt ihr, hat er vor? Will er nur in die neue Welt? Wollte er in die neue Welt? Und jetzt muss er nach Mary Joa, um da hinzukommen. Wie seht ihr die ganze Thematik? Ich bin mal super gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich super gerne über einen Daumen nach oben freuen. Wäre super korrekt von euch und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich bin erstmal raus. Ich wünsche euch dann natürlich allen noch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao und tschüss.